Und ich mache Sprechpause, weil das ist dann mein Cut in der Spur. Ja, deswegen. Also du schaust, dass ich verrückt bin oder sowas, Nick. Nee, okay. soll ja auch Spaß machen. Okay, aber ja, genau. SAP, wie viel haben wir es denn? Ja, nee, passt super. SAP, genau, ist ja viel leichter, dass jemanden einer Firma SAP-Produkte zu verkaufen, die bereits SAP haben. Und dann haben wir es eben so geschafft, dass man relativ easy, im Gegensatz zu Firmen, die aversiv sind gegen SAP, na, dass man die sozusagen dann erst gar nicht grundsätzlich rausnimmt aus der Liste oder sowas. Und dann hat man sozusagen insgesamt schon wieder so einen kleinen Hebel drinnen und solche Geschichten. Na, also das ist letztendlich, da gibt es viele, viele Rädchen, die man so ein bisschen schrauben kann. Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, dein Blickwinkel zum Thema Bezahlungsmodelle. Weil ich habe nämlich auch gesehen, bei diesen IT-Systemhäusern, da gibt es teilweise dann bei unterschiedlichen Vertrieblern unterschiedliche Bezahlungsmodelle, die ausgehandelt wurden. Also letztendlich nicht alle haben irgendwie das Gleiche. Ich habe aber auch schon mit IT-Dienstleistern, SAP-Dienstleistern zusammengearbeitet. Dahingehend nenne ich ja nie Namen, ja. Die letztendlich grundsätzlich immer das gleiche Modell hatten für jeden Vertriebler, dass das eben dann auch kohärent ist. Aber einmal wurde mir zum Beispiel auch ein Vertriebsmodell genannt, da wo man letztendlich nicht nach dem Umsatzvolumen dann, weil das ist dann, meistens ist es ja auch sozusagen irgendwie ein teilweise Boni-behaftetes Modell oder sowas, in irgendwelcher Form auch immer, gibt es die unterschiedlichsten Modelle, ja, kann man sich drüber streiten, welche die besten Modelle sind. Aber da habe ich zum Beispiel von einem Vertriebler gehört, dass der nicht aufgrund des Umsatzvolumens, das er dann gebracht hat, im Jahresende nochmal einen Bonus oder auch nicht Bonus bekommt, sondern aufgrund der Anzahl der Deals. Ja, zum Beispiel in so einem Bereich wie SAP, CMS oder CRM oder eShop oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du da einen Blickwinkel drauf oder vielleicht wie du am liebsten, was dein präferiertes Modell wäre oder sowas, ne? Weil ich sage mir immer, okay, also wenn ich jetzt halt quasi 10 Deals bringe, die aber jeweils 10.000 wert sind, dann ist es 100.000, aber wenn ich nur einen Deal bringe, der ist eine Million wert, habe ich trotzdem 10-mal mehr gemacht, ja. Das hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen, dieses Modell, das mir da erklärt wurde von diesem einen Vertriebler, ja. Weil in der Regel ist es ja so, es geht ja nach Volumen, oder ich würde aber auch sagen, dass die da auch ein bisschen kreativer sind teilweise, die Dienstleister diesbezüglich, weil bei den Herstellern, sei es jetzt Adobe, SAP oder Salesforce oder you name it, Microsoft, da gibt's in der Regel eigentlich nichts anderes, außer nach Volumina zu provisionieren oder zu was auch immer zu bezahlen. Das sind ja dann auch so teilweise, muss man auch nochmal unterscheiden zwischen USA-Modellen und mehr so europäischen Modellen. Die sind dann meistens auch ein bisschen gnädiger und softer und so weiter. Bei den USA-Modellen ist ja viel auch 50-50. Ja? Also das heißt, hopp oder top, entweder du performst, dann machst du einen Haufen Kohle, oder du performst nicht, dann kannst du halt gerade so deine Miete bezahlen. Das ist ja so das typische US-Modell, was halt auch dann viele, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Job hast oder wie auch immer, dann von den US-Herstellern oder sowas, ja. Da so ein bisschen die Ding. Vielleicht hast du da noch irgendwie so einen Blickwinkel, wo du sagen würdest, okay, das wäre für mich das ideale Bezahlungsmodell oder faires oder nach deiner Meinung auch, sagen wir, auch ein zielführendes. Darum geht es letztendlich, ne? Dass sozusagen die Anreize, die richtigen Anreize geschaffen werden, für alle Beteiligten eben dann auch entsprechend zu performen. Ja, das ist jetzt eine ganz interessante und eigentlich schwierige Frage, weil mache ich es jetzt rein auf Anzahl Deals, dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt einen DAX-Konzern habe oder ob ich jetzt die Werkstatt um die Ecke im Endeffekt als Deal, als Lead bringe. Mache ich es über einen Umsatz, dann ist natürlich immer der Punkt, dass natürlich vielleicht man sich immer zu stark auf den Umsatz fokussiert oder die Entscheidungswege gerade auch bei so einem DAX-Unternehmen oder so sind natürlich auch über verschiedene Ebenen. Es dauert auch viel länger, bis da alle Ebenen zu. Möglicherweise ist vielleicht auch der Druck im Endeffekt von Mitbewerbern auch an dieses Projekt, an dieses Budget zu kommen, viel, viel höher, dass man dann auch im Pitch dann irgendwo dann scheitert. Ich denke, irgendwie sollte man vielleicht so irgendwie ein Mischmodell machen, dass man irgendwie so eine Mischung aus Anzahl Leads
und Lead dann aber auch vielleicht dann ein bisschen wertet von der Summe, wenn man gewisse Summen, also Forecasts oder so, dann auch erreicht hat. Und es ist dann auch die Projektsummen, nicht unbedingt auch dann die abgeschlossenen Summen, weil so ein Projekt kann dann im Endeffekt im Pitch dann, wenn man dann im Endeffekt dann so ein Konzern, so einen DAX-Konzern durchpitcht und dann im Endeffekt in der Endausscheidung scheitert man dann gegen einen anderen Mitbewerber, dann hat man aber wahrscheinlich vorher trotzdem 5 Stufen durchgepitcht und hat einen Haufen Energie und Mühe reingesetzt, und das sollte halt natürlich auch irgendwo honoriert werden, auch wenn es dann sich nicht fürs Unternehmen in bare Münze auszahlt, aber ist halt so, weil das Leben ist so und die Entscheidungen fallen so. Ja. Dann würdest du auch eher tendenziell zu tendieren, dass so ein 80-20-Deal besser wäre wie, oder 70-30 wie ein 50-50, oder? So. Ja, nein, mir geht es eigentlich eher darum, dass man jetzt irgendwo auch sagt, okay, ein Deal jetzt mit einem Umfang von 500.000 ist jetzt ungefähr so viel wert wie drei oder vier kleine Termine oder so nach dem Motto, und dass man das Ganze irgendwie kumuliert, aber auch natürlich rechnet, die kleinen Termine haben wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dann im Ja. Endeffekt durchgeht, weil man da Ja. nur selber dran ist, während jetzt, wenn ein Bayer-Konzern oder wenn jetzt ein Ding da irgendwo dann Otto-Konzern oder so irgendwas ausschreibt, dann sind da natürlich auch sämtliche Mitbewerber mit dran. Ja, Und die ja. Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwie nach 3, 4 Pitch-Runden dann irgendwo doch aus der Entscheidungsfindung fällt und mal aber die ganze Arbeit vorher trotzdem gemacht und gehabt, Ja. ist halt auch immer ein Thema. Ich glaube, solche Formeln lassen sich auch in so Tools wie vorhin genannte Tools wie HubSpot und ähnlichen auch sehr gut damit einbauen, glaube ich, mittlerweile. Ja, also das ist auch sehr interessant dann. Ja, dass man da erstmal Ja. Forecasts natürlich auch reinsetzt, dass man natürlich auch Terminanzahlen und dass man natürlich auch irgendwo Kooperationen, wenn ich da jetzt zum Beispiel jetzt einen Deal angeschoben habe und das geht aber zum Beispiel ins Gebiet von Kollegen und der macht da weiter und ist aber vielleicht durch meinen Erstkontakt dann erfolgreich, dass man da vielleicht natürlich auch noch prozentual irgendwas mit dazu verbinden kann. Ja, weil was ich auch ein unfassbar interessantes Thema finde, ist dieses ganze Thema Inside Sales. Also Inside Sales ist ja auch nur ein Wort, ein Begriff, ne? Was versteht man darunter? Letztendlich, das sind so die Setter, ja, oder die Pre-Setter oder sowas, was man Neudeutsch sagen könnte. Ja? Also die definitiv nicht closen irgendwelche Deals, auch teilweise gar keine, nicht mal Angebote schreiben, manchmal schon. Das hängt immer, je Ach du, das nachdem. geht von bis, Ja, also von meiner bis. Meinung nach, Ja, ja. genau. Aber dass die manchmal in Anführungsstrichen auch so ein bisschen so die Hardcore-Arbeit erledigen müssen. Ja, so ein bisschen Cold Call und Kaltakquise und so weiter. Und dann hier die richtigen Anreize zu schaffen, sozusagen, die aber auch gleichzeitig wiederum fair sind, ne? Wo man dann sagt, okay, wie war jetzt wer wie anteilig da an dem ganzen Deal dann? Weil das ist immer wieder bei dem Thema, das ist eine Zusammenarbeit. Richtig. Keiner macht es allein. Ja? Und deswegen ist es auch umgekehrt, wenn mal ein Deal nicht passiert, auch umso umgekehrt dann nicht so zielführend, dann den Finger nur auf eine einzelne Person oder auf einen einzigen Unit oder nur auf ein einziges Glied in der Kette zu zeigen, sondern man muss immer das gesamte Glied dann auch fairerweise betrachten. Das wäre dann wieder so ein Thema Coaching und Consulting oder Strategie oder was weiß ich, oder Prozessoptimierung oder sowas, ne? Eher so ein beraterisches Thema oder genau, also das ist bestimmt auch ein Thema, also es ist nicht nur bestimmt, es ist garantiert ein Thema, wo ich jetzt nicht einen wüsste. Ich habe schon mit vielen Dutzenden von Inhabern zusammengearbeitet, die da sozusagen immer so eine kontinuierliche Baustelle, sagen wir mal so, haben, ja, oder Optimierungsbedarf. Ja. Und von daher, ja, vielen Dank, Michael, Ja. und freut mich sehr, danke fürs Gespräch, danke für die Zeit, und ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ja, weiter so, ne? Also.